Die Blechbixen und ihr Sommersonne-Gute-Laune-Sound. Im Schatten der ehrwürdigen Liebfrauenkirche brachten die Musikerinnen aus Niederbayern die Gäste in Stimmung. Die vier sind ehemalige Klosterschülerinnen und waren ein echtes Highlight beim diesjährigen Bennofest. Ist super, schöne Stimmung. Alle sind mitgegangen, war echt ein schönes Fest. Und es ist sehr locker und die Leute sind gut drauf. Wenn die Kirche einmal sowas veranstaltet, finde ich sehr gut. Super Stimmung und einfach tolle Zeit. Wir sind jedes Jahr da und finden es ganz toll. Zwei Tage lang feierte die katholische Kirche zusammen mit dem Stadtgeburtstag auch den Patron der Landeshauptstadt, den heiligen Benno. Der war im 11. Jahrhundert Bischof von Dresden und Meißen und im Zuge der Reformationswirren kamen seine Gebeine nach München. Seit 1580 wird er als Stadtpatron verehrt. Die Silberbüste des Heiligen mit seinen Reliquien ist im Dom aufbewahrt. Rund um den Dom gab es jede Menge Angebote von kirchlichen Vereinen und Verbänden. Nach dem Motto, hier kommen die Menschen nicht zur Kirche, sondern die Kirche zu den Menschen. Immer wieder experimentieren und Themen setzen, die Menschen hier auf der Straße auch interessieren. Und dann über diese Themen mit den Menschen ins Gespräch kommen, über ihr Leben, ihren Alltag. Und das geht sehr gut, da machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Veranstaltet wird das jährliche Bennofest vom Münchner Katholikenrat. Weihbischof Rupert Graf Stolberg ist der Schirmherr. Ja, der heilige Benno ist Stadtpatron von München seit fast einem halben Jahrhundert. Und das ist uns ein Anliegen, das in Erinnerung zu rufen. Aber es ist uns auch ein Anliegen, dass die katholische Bevölkerung ein Teil dieser Stadt ist, zu zeigen und dass wir, wenn die Stadt ihr Gründungsfest feiert, mitfeiern, mitten in dieser Stadt. Wir gehören dazu und wir wollen uns als Christen aus unseren christlichen Überzeugungen auch in die Stadtgesellschaft einbringen, diese Stadt mitgestalten. Das Bennofest, ein Zeichen der Verbundenheit der katholischen Kirche mit der Stadt München und ihren Bewohnern und Gästen. Also auch kulinarisch gesehen ist das Bennofest 2018 ein echtes Highlight. Was ich mir jetzt gerade geholt habe, das ist ein Korbinianzweckerl mit drei Dombergspitzen drin und dazu natürlich das Korbiniansbier und die lassen wir es jetzt einfach schmecken. Hervorragend, schmeckt super. Geschmeckt hat es übrigens auch den ganz Kleinen. Die 5-jährige Leonie jedenfalls ist dem Schoko-Benno gern an die Mütze gegangen.